Ja, moin, liebe Hansa-Fans. Hier ist der Olli bei mir. Wir treffen am Wochenende auf unseren Ex-Verein Werder Bremen und das ist für uns beide natürlich ein ganz besonderes Spiel. Ich habe da ein paar Fragen an Olli und ja, legen wir einfach mal los, ne? Olli, also wie findest du, sind wir denn bis jetzt so in die Saison gestartet? Wie bist du mit den letzten Wochen so zufrieden? Ja, ich denke, es war ein vernünftiger Start, in dem auf jeden Fall trotzdem mehr drin gewesen wäre, irgendwie gefühlt. Gerade wenn ich so die Heimspiele sehe, da müssen wir nochmal eine kleine Schippe drauflegen, damit es dann auch zum Sieg reicht. Aber da haben wir jetzt, zwei gute Möglichkeiten vor der Brust. Ja, das sehe ich auch so. Also, ja, Werder Bremen kommt am Wochenende. Das ist, wie ich schon sagte, ein sehr, sehr besonderes Spiel für uns. Hast du noch Kontakt, nach Bremen? Ja, sehr viele. Ich denke, wenn man 12 Jahre das spielt, ich weiß nicht, wie lange es bei dir war, auch so. Bei mir waren es 7 Jahre, ja. Ja, siehst du, dann bleibt das nicht aus. Bei mir ist es wirklich, es zieht sich durch den ganzen Verein, von Jugendtrainern, Betreuern, Geschäftsstelle, Physios, Mitspieler, also die ganze Palette. Jetzt auch schon diese Woche vermehrt geschrieben wieder, aber dennoch keine Zeit für Geschenke, denke ich. Ja, das sehe ich auch so. Also bei mir ist es auch so, ich habe auch einige Kontakte weiterhin gepflegt nach dem Wechsel aus Bremen weg und bin auch mit vielen noch in Kontakt geblieben. Und ja, also was nimmst du dir vor fürs Wochenende? Werden wir da wieder ein Tor von dir sehen mit einer Vorlage, Flanke Hilzner oder so? Das wäre natürlich Weltklasse. Ich denke, das werden wir die Tage auch noch mal trainieren, wir beide. Ja, wäre natürlich cool, aber ich denke, viel wichtiger ist, dass wir einfach zu Hause den ersten Heimsieg einfahren, gut in die wichtige englische Woche starten. Das sollte das Hauptziel sein, dass wir ja, da gut starten und dann aus dieser Woche viel mitnehmen. So sieht's aus, liebe Hansa-Fans. So, es waren ein paar kleine Eindrücke von uns, wie wir die Situation vor dem Spiel gegen Bremen sehen. Und ja, hoffe, dass wir euch am Wochenende zahlreich im Stadion begrüßen dürfen und bis bald.